So, Freunde und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und wie ihr wisst, gerade vor kurzem haben wir hier bei dem Tiguan meiner Eltern das Giant Antifog getestet im direkten Vergleich zum Sonax Anti-Beschlagspray. Und hierbei haben einige gesagt, ja Olli, du hast das ein bisschen zu sehr auspoliert, das ist nicht der Sinn der Sache, das kann so nicht funktionieren. Dementsprechend bekommt das hier eine zweite Chance auf der Fahrerseite und ihr seht es, der Wasserkocher läuft schon, dementsprechend legen wir direkt los. Legen wir direkt los mit dem Test hier, wie sieht die Scheibe jetzt unbehandelt aus? Wir sehen, sie beschlägt komplett, also hier ist nichts drauf und dann werden wir jetzt hingehen und dem Sonax eine zweite Chance geben. Auch nochmal kurz hier von der anderen Seite zu sehen. Also das ist schon exorbitant, wie stark die Scheibe hier beschlägt. Und ganz klar als Hinweis hier auf jeden Fall nochmal, wenn ihr eine Klimaanlage oder Klimaautomatik im Fahrzeug habt, schaltet die auch im Winter ein, denn die entfeuchtet auch das Fahrzeug. Das ist ganz wichtig, damit sowas nicht passiert. Schauen wir uns nochmal die Anleitung hier an. Ich lese es gerne nochmal vor. Scheiben zunächst gründlich reinigen, zum Beispiel mit Sonax Scheibenklar. Da nehme ich jetzt auch Scheibenklar. Ich habe nämlich noch einen Rest im Regal gefunden. Letzten Mal haben wir ja Kochchemie Speed Glass Cleaner verwendet. Ich dachte schon, vielleicht hat der irgendwelche Bestandteile, irgendwas damit zusammenhängt. Probieren wir auf jeden Fall mit dem Sonax-Produkt aus. Anti-Beschlagspray dünn auf die Scheiben sprühen, mit einem sauberen Fusselteilentuch verteilen und trocken wischen. So, und genau das haben wir nicht gemacht zu haben. Nicht vollständig bis zur Teilenklarheit auspolieren. Meine ich auch nicht getan zu haben, weil man immer noch leichte Schlieren hatte. Nichtsdestotrotz, wir versuchen es mal. Also als erstes Scheibenreinigung. So, der Rest reicht hier dicke aus für die Scheibe, gar kein Problem. Gehen wir wieder hin. So, na, einmal feucht und dann schlierenfrei abtrocknen. So, und ich lese es jetzt extra nochmal hier. Dünn auf die Scheibe sprühen. So, das reicht. Jetzt mache ich extra mal bewusst nicht mehr. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch verteilen und trocken wischen. Aber nicht vollständig bis zur Teilenklarheit auspolieren. Zur optimalen Wirkung sollte ein minimaler Film zurückbleiben. Das Problem, was ich dabei gesehen habe, bei der Anwendung beim letzten Mal, war einfach, dass die Schlieren so krass waren, dass auf der Windschutzscheibe beispielsweise würde ich das nicht anwenden wollen. So, nichtsdestotrotz, saubere Stelle. Und jetzt gehen wir wirklich hier, ich bewege das fast nur so gleitend einfach mal ein bisschen drüber. Und ihr seht, jetzt haben wir hier einen ordentlichen Schlier noch drauf. Zeige ich euch gleich auch gerne in der Aufnahme. Hier natürlich noch ein bisschen so in die Ecken mit rein. Und jetzt mache ich nichts mehr. So. Also ich habe hier fast nichts abgetragen, wie ihr sehen könnt. Schauen wir uns jetzt in der Nahaufnahme an. Ihr seht, hier haben wir auf jeden Fall jede Menge von dem Schlier noch drauf. Also das sollte mehr als genug sein. Auch von der anderen Seite können wir nochmal gerade gucken. Aber ganz ehrlich, also jetzt bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt, wie das hier ablüftet. Weil ihr seht das ja, da ist jetzt so viel Schlier und Zeug drauf. Also das finde ich jetzt nicht so gut. Das ist alles so ein bisschen ja, verschwommen halt, wenn man durchschaut, ne? Okay, ich gebe dem Ganzen jetzt mehrere Minuten. Wir lassen das ruhig mal lange ablüften. Okay, kleiner Statusbericht. Nach gut 5 Minuten ablüften sieht das Ganze so aus. Ich hoffe, das kann man sehen und erkennen. Also wir haben hier einen ordentlichen Schlier drauf. Mir gefällt der nicht. Also ich weiß jetzt nicht. Also hier durchgucken durch diese Scheibe, das Zeug hier, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht funktionieren. Also das ist ganz komisch. Man sieht, dass hier an manchen Stellen auch verschwommen das jetzt ist. Also das kann nicht der Sinn dieses Produktes sein. Das haut doch nicht hin. Wir geben ihm auf jeden Fall mal noch ein paar Minütchen. Hier sieht man das auch ganz gut. Also das ist nicht anwenderfreundlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sage ich hier auch. Habe ich auch kein Problem mit, wo ich mit Sonax ein sehr gutes Verhältnis habe. Aber wenn mir ein Produkt von denen nicht gefällt, dann gebe ich denen das gerne mit. Okay, Freunde, ich habe jetzt noch weitere Minuten gewartet. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier mit aussieht. Also das sieht auf jeden Fall besser aus. Ja, es funktioniert, aber das kann nicht die Lösung sein, dass wir jetzt hier so starke Schlieren drauf haben. Wohl oder übel, ich muss noch mal mit dem Tuch dran gehen, weil das kann nicht sein. Na, okay, es beschlägt nicht, funktioniert, von daher nicht auspolieren, okay, ist mir klar, aber ich mache es jetzt mal so viel, wirklich ganz sanft hier drüber.
dass man wenigstens anständig durchgucken kann. Und ich würde jetzt gerne nochmal drüber gehen, weil hier sind immer noch jede Menge Schlieren drauf zu sehen. Also, ich finde es nicht sinnvoll. Ich denke, von der Position kann man es ganz gut sehen. Zumindest sieht es am Display der Kamera so aus. Man sieht hier noch ordentliche Schlieren drauf im ganzen Bereich. Hier auch ganz interessant zu sehen, von gerade vom Test, vom Beschlagen. Okay, hier ist es beschlagen, weil in die Ecke bin ich halt nicht komplett reingekommen. Dementsprechend würde ich empfehlen, wenn man sowas anwendet, auch Fenster mal hoch und runter fahren, damit man das auch komplett behandelt. Genau wie hier war ja beim Giant auf der anderen Seite genauso. Na, aber die Schlieren, also es ist auf jeden Fall besser als vorher, aber richtig überzeugt mich das auf jeden Fall nicht. Ich versuche es hier auch nochmal aus dieser Perspektive aufzunehmen. Hier sieht man das auch nochmal ganz schön mit diesen Schlieren hier an dieser Stelle. Also die Scheibe ist halt komplett irgendwo so in einem Zustand, dass ich sage, ich würde sie auf jeden Fall jetzt reinigen. Nur, wie gesagt, dann tragen wir das Ganze halt ab. Ich lasse noch ein paar Minuten ablüften, dann testen wir es nochmal. Ja, ein paar Minuten später versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Wie ist es mit dem Zustand jetzt? Ja, jetzt guckt euch das mal an. Hier passiert auch schon wieder ein bisschen was. Also es ist auf jeden Fall deutlich besser als beim letzten Mal, wo ich sehr stark abgetragen habe. Aber für mich ist es so nicht wirklich anwendbar. Also ich würde da definitiv zum Giant greifen.